Pam, Pam, Pam! Return of the Pam, Pam, Pam! Ich bin schon angegeilt und angehypt aus Istanbul wiedergekommen. Oh. Und die Eintracht hat uns heute nicht enttäuscht. Lieber Stefan, du hast mir vor der Folge schon gesagt, mach du mal die Begrüßung, das habe ich hiermit getan. Und jetzt würdest du gerne einen Monolog halten. Ich bin sehr gespannt. So, die Sache ist die, du gehst hier hin, du gehst zur Eintracht. Jahrelang. So, und es läuft mal so, mal so. Heute war es anders. Heute bist du zur Eintracht gegangen. Vorher war die Stimmung geil. In der Bahn war die Stimmung geil. Alle hatten Bock. Es hat vibriert. Es hat wirklich vibriert. Habt ihr das auch gemerkt? Ich hab's gemerkt. Heute war die Quote von den Leuten, die ein Bier in der Hand haben, ungewöhnlich hoch. Obwohl es Sonntag war. Alle wussten, irgendwas passiert. Und wir können jetzt die ganze Zeit irgendwie reden über, was ist die Auswechslung, über die Bayern, die stark waren, über die Eintracht, die geil war, über Omar Marmoush. Aber was am Ende zählt, ist, dass du in der 94. da stehst und belohnt wirst für eine absolut couragierte Leistung von Omar Marmoush, der das Ding macht, wo keiner mehr dran denkt. Keiner mehr irgendwie gedacht hat, okay, irgendwie holen wir noch was so. Du hast in der 85. Minute das Ding von Ebimbe, der da dran vorbeirutscht so. Und dann in der 94. Minute kommt Omar Marmoush. Und deswegen gehen wir zum Fußball. Das war der geilste Eintracht-Frankfurt-Moment seit 2 Jahren. Safe. Seit 2 Jahren. Wir standen im Block daneben und wir sind ausgerastet. Das war so geil. Das war einfach so geil. Ich habe es geschafft, Stefan Reich hochzugehen. Wollen wir das nochmal probieren? Wollen wir das nochmal probieren? Ich habe auf jeden Fall dran geglaubt. Ab der 85. Minute habe ich gesagt, wir schießen auf jeden Fall noch ein Tor. 100%. Ich habe vor dem Spiel noch gesagt, Das Spiel geht 4-4 aus. Es ist 3-3 ausgegangen. Er hat sich gerade selber vorgestellt. Hardy Burgert ist auch heute da. Und wenn ich dir Redezeit gebe im TV-Duell mit Hardy Burgert, dann darfst du natürlich jetzt auch nochmal deine Worte zum Spiel sagen. Und ihr schreibt währenddessen in die Kommentare, lasst ein Like da, macht dies, macht das, schießt Ausgleiche in der 90. Minute. Das ist Eintracht Frankfurt. Das ist echt so. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weißt du nicht, was ich sagen soll? Dann sag ich was. Dann sag ich was, weil mir reicht's langsam. Ich kann nicht mehr. Omar Marmoush, Sticker. Ey, Omar! Ganz ehrlich, ich finde keine Worte mehr dafür. Ich finde keine Worte mehr für diesen Spieler. Ey, wir müssen Kreide fressen ohne Ende. Wir beide, das haben wir ja schon aufgeklärt. Seid still. Nein, Omar Marmoush, Digga. Einfach Applaus. Aber Omar Marmoush. Das ist wirklich Next Level Marmoush tatsächlich. Weil, um mal ganz kurz ein bisschen zum Spiel zu kommen. Das waren dominante Bayern, gegen die Eintracht hat 4-3-3 gespielt hat. Unglaublich viel Ballbesitz von Bayern. Unglaubliche Dominanz. Die Eintracht hat sich sehr stark hinten reinbringen lassen. Langsam, Bruder. Und der FC Bayern war stark und die Eintracht kann sich in der Halbzeit nicht beschweren. Die Eintracht hat wirklich auch das Maximum rausgeholt. 2 Chancen, 2 Tore, die waren überragend gemacht. Und dann hat man gedacht, boah, hoffentlich kommen die anders aus der Halbzeit. Ist nicht passiert, der FC Bayern macht das Tor. Und dann war lange irgendwie so der Vibe raus. Du hast gedacht, na, am Ende kann man der Mannschaft, was ist denn heute hier passiert im Stadion? Ein Herzinfarkt nach dem anderen scheinbar. Ich hoffe, es geht allen gut. Schöne Grüße. Die Schranke muss hoch. Er fährt nicht aus. So, gute Besserung auf jeden Fall an jeden, der hier vorbeigefahren musste. Und nochmal, irgendwie hat man das Gefühl gehabt, der Vibe war raus. Voll. Aber die Eintracht hat es wie in der ersten Halbzeit dann trotzdem hinbekommen. Das ist halt auch so ein... Einfach die Zuversicht zu behalten so in diesem Spiel. So ein krasser neuer Skill. Ganz im Ernst, die Eintracht vor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren so, hätte das Ding einfach, du liegst 0-1 hinten oder was so, oder dann machen eigentlich, wir haben im Block geredet so, eigentlich kriegst du jetzt das Zweite, und dann guckst du, dass du in die Pause kommst, aber normalerweise kriegst du dann noch mit 3 Stück drauf. So. Und dann dreht die Eintracht ja eigentlich das Spiel und die Gegentore von den Bayern, die dominant waren, gar keine Frage, die Bayern waren schon besser. Durch 2 Verteidiger aber. Genau. Und das waren aber auch so Standardtore, die du halt schlecht verteidigst. Und insgesamt ist das ein Spiel, wenn du das besser verteidigst gegen die und die Kontersituationen so ausspielst, wie du es gemacht hast, kannst das Ding auch gewinnen. Nicht, dass ich das irgendwie jetzt erwarten würde. So. Stefan Reich ist underwhelmed. Nur ein bisschen besser verteidigt. Das hab ich nicht gemeint. So, aber die Tore, die waren schon dominant. Aber die Tore, die geschossen haben, waren verteidigbar. So. Hardy Burgert, hast du mittlerweile Worte gefunden? Ey, absolutes Topspiel.
überragend, super. Die Bayern waren stark, wie Stefan Reich gerade auch sagt, so von wegen, die Gegentore waren verteidigbar, die Bayern waren stark, aber die Tore, die wir gemacht haben, Yalla Omar, Yalla Omar, oh mein Gott, absolutes Spitzenspiel, super, ey. Und ohne Scheiß, wir haben vorher darüber geredet, auch so bei Fußball, auch so der Hype, ist der Hype real und was auch immer so. Wenn du so ein Ding, was du quasi schon verloren hast, in der 94. mit so einem Ding noch quasi gewinnst. Geil rausgespielt auch. Ohne Scheiß. Absolut. Kopfball im Lauf. Der Hype ist real, Bruder. Omar Mamouche, Alter, eiskalt. Der Hype ist real. Wenn du hast es nicht gewonnen. Das ist immer noch nur ein Punkt. Du bist nicht Spitzenreiter. Das ist egal. Aber wenn du so aus dem Spiel rauskommst. Nach einem Rumpelkreisspiel, Leute. Die Eintracht kommt, mit dieser Reifenleistung aus Istanbul. Heute nochmal eine Energieleistung. Wieder ein überragender Kauer Santos, meiner Meinung nach. Ja, der hat zwei richtig geile Dinger rausgeholt. Ich sag wir haben jetzt erstmal eine Länderspielpause. Das ist eine komplett geile Highnote, mit der man in die Länderspielpause gehen kann. Voll. Wir sind natürlich morgen früh wieder für euch da, beziehungsweise für euch ist es abends, für uns ist es früh. Ich bin gespannt, in welchem Zustand Stefan Reich und ich da auftauchen werden. Weil wir vielleicht schon so ein bisschen merkt, das ein oder andere Bier haben wir trotz allem Sonntag heute getrunken. Dafür lasst ihr jetzt ein doppeltes Like da. Ihr schreibt Kommentare. Und ihr freut euch einfach. Eintracht Frankfurt ist back, ehrlich gesagt. Ich fühl wieder. Das ist viel, das geilste Spiel gewesen seit safe anderthalb Jahren. Sag den Leuten, dass wir da sind. So geil. Patak, 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 patak.